Ich habe mit der lieben Claudia von Claudia mein Leben und mehr gewonnen und das Paket würde ich euch jetzt gern zeigen. Wenn euch das interessiert, dann bleibt gern dran. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal. Mein Name ist Caro. Und ich habe vor kurzem bei der lieben Claudia von Claudia, mein Leben und mehr, den Kanal verlinke ich euch natürlich unten in der Infobox, ein Paket gewonnen. Und zwar, sie hatte eine Verlosung laufen wegen 200 Abonnenten, weil sie eben 200 Abonnenten geschafft hat. Und ja, wie gesagt, jetzt ist das Paket angekommen. Und wie sie erfahren hat, dass ich aus Österreich bin, hat sie auch gemeint, na, sie geht noch schnell zum Rossmann und kauft noch ein paar Sachen, ein paar Kleinigkeiten, ein paar Sachen, weil sie weiß, dass wir aus Österreich nicht so gut da dran kommen, weil wir ja keinen Rossmann haben. Das habe ich wahnsinnig lieb gefunden und ich sage jetzt schon mal danke, 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 liebe Claudia. Es ist ein prall gefülltes Paket. Wenn man das aufmacht, wirklich prall gefüllt, ja, also bummvoll. Und ganz oben auf natürlich eine Karte. Eine schöne Blumenkarte. Liebe Caro, gratuliere zu deinem Gewinn bei meiner 200-Abonnenten-Verlosung. Ich hoffe, du hast Freude an den Produkten. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund, das ist das Allerwichtigste. Alles Liebe, Claudia. Ja, vielen Dank, Claudia. Ich habe ganz sicher Freude an den Produkten. Ich habe allein dadurch, dass ich da das anschaue, habe ich schon eine Riesenfreude. Ja. So, als erstes habe ich mal diesen Waschel, Abschminkwaschel. Ich finde das super, weil ich verwende diese wiederverwendbaren Abschminkpads sehr gerne. Und der ist auch ein bisschen fester und auch gepolstert. Das ist richtig angenehm. Dankeschön, den werde ich gern verwenden. Dann habe ich hier von Essence ein All About Matte Fixing Compact Powder. Oh, das kann man immer brauchen. Puder braucht man immer noch. Und ein Fixing Powder habe ich eh nur eines, also werde ich das gerne auch verwenden. Dann habe ich hier ein paar Masken und zwar auch von Isana und so. Das finde ich cool. Also, dann kann ich Isana auch mal ausprobieren. Und zwar Isana Hydrogel-Lippenmaske Beauty Glow mit Hyaluron, Shea Butter und Himbeerextrakt. Cool. Eine Lippenmaske von Isana. Das probiere ich ganz sicher aus. Dann habe ich auch Augenpads. Die sind so wie die von Yuti, glaube ich. Also die schauen fast genauso aus. Isana Hydrogel Augenpads. Belebende Pflege mit Kollagen und Kokos. Sehr schön. Die kommen dann gleich im Kühlschrank. Dann habe ich hier von Isana Aloha Hawaii Augenpads erfrischend mit Hyaluron und Ananasextrakt. Auch interessant. Da ist sogar ein Muster drauf auf den Augenpads. Dann habe ich nochmal Augenpads von Isana. Hydrogel Augenpads Hydro Power mit Hyaluron und Blütenextrakten. Cool, mit so einem Schmetterlingsflügelform, das sind die cool. Die sind toll. Cool. Ich mag ja Schmetterlinge besonders, ne? Also das ist ganz toll. Isana Tuchmaske, Out You Look, oder was? Owl You Look Great. Intensiv feuchtigkeitsspendend, Mandel- und Blaubeerextrakt, jeder Hauttyp. Eine Limited Edition mit dieser Eule drauf. Von Isana eine Tuchmaske Hydro Booster, sofort frischer Kick. 24 Stunden Hydro-Intensiveffekt, Hyaluron und Aloe Vera. Feuchtigkeitsarme Haut. Das kann ich gut brauchen. Also meine Haut ist ziemlich trocken, außer auf der Nase.
Die Nase nicht so, aber sonst ist sie trocken. Also super, Dankeschön. Und dann habe ich nochmal eine Feuchtigkeits-Augentuchmaske. Glättet feine Linien, kühlender frischer Kick, Hyaluron und grüner Tee-Extrakt. Die ist super, die geht rund um die Augen. Seht ihr das da? Das geht rund um die Augen. Normalerweise hat man ja immer nur unten die Pads, aber die geht rundherum, das finde ich cool. Vielen Dank. Kann ich auch mal Isana-Produkte ausprobieren, da freue ich mich echt drüber. Dann habe ich hier eine Banana File von Essence, eine Nagelfeile. Super, Nagelfeilen kann man immer brauchen. Verwende ich sehr gerne. Ja, super. Von Trend It Up Powder Blush. Der ist aber schön, also schöne Farbe. Doch so ein Muster drinnen, also wirklich. Seht ihr das? Sehr schön. Ich swatch den mal. Ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich wirklich swatchen soll, aber ich mache das. Ich bin so neugierig immer, wie die ausschauen, die Sachen so. Schön, also sehr leicht. Da kann man sicher noch, den kann man sicher aufbauen. Aber sehr glänzend auch, also so richtig schön. Der schreit nach Caro, ne? Der schreit so richtig nach Caro, das ist mein Abschminktuch da. Super. So. Dann, ich muss euch da was zeigen. Ich habe das schon, ich habe ganz kurz hineingelinst, wie ich das Paket bekommen habe. Habe aber erst jetzt 2 Tage später Zeit zum Abfilmen. Und das habe ich kurz gesehen. Also, boah. Eine Palette von Revolution. Integrity Wild Animal Palette. Ihr wisst ja, ich mag die Paletten von Revolution besonders gern. Und jetzt zeige ich euch die. Die ist so schön. Also erstens mal das Packaging. Bitte, so mit dem blauen Metall rundherum oder Plastik, was ist das? Egal, auf jeden Fall dieses leuchtende Blau und der Zebra-Print. Wow. Und innen ein Riesenspiegel und diese Farben. Boah. So richtig schöne Farben. Sollen wir da auch ein paar swatchen? Ja. Ich muss ein paar swatchen. So, dann nehmen wir mal den hellen hier. Dann noch gleich den grünen. Und diesen Grau-Glitter-Dings. Werde ich mal die swatchen. Wow. Richtig schön, ne? Jetzt werden wir noch andere anschauen. Und zwar muss ich natürlich den hellblauen. Ganz klar. Und gleich den daneben, den dunkelroten, den dunkelblauen. Am liebsten würde ich eh gleich alles swatchen. Wow. Und dann nehmen wir noch den rosa. Ich denke, mit dieser Palette werde ich ganz viel Freude haben. Vielen, vielen Dank, Claudia. Die ist einfach so schön. Ich bin verliebt. Ich bin verliebt in die Palette. Was anderes kann ich nicht sagen. So, ich glaube, ich brauche da noch ein Tuch. Einfach nur wow. Das Packaging und dann noch die Farben, also ich bin echt begeistert davon. So, ich
zeige euch das nochmal kurz, diese Farben, einfach schön, ne? Von der Palette könnte ich weiter schwärmen, also ja, die werdet ihr auch sicher bald in einem Schminkvideo sehen. Vielleicht mache ich überhaupt auch da ein Schminkvideo mit den Sachen, die ich von der Claudia bekommen habe. Schreibt mir mal, ob euch das interessieren würde. Schreibt mir das in den Kommentaren. Dann habe ich von Clean ID Hydro Volume Lip Plumper von Catrice. Da muss ich schauen, also wenn der nämlich auf den Lippen brennt oder so, ist das jetzt nicht meins. Er riecht aber nicht nach Minze, also das ist ja schon mal... Und das ist wirklich nur so ein Gel. So, da habe ich es geswatcht. Ich werde es einfach ausprobieren. Dann habe ich hier einen schönen Pinsel von Essence. Die verwende ich sehr gern, das ist super, dankeschön. Und Pinsel kann man auch immer gebrauchen. Dann etwas Größeres von Isana, eine Cremedusche, Orchidee und Vanille. Mit sanftem Orchideen- und Vanilleduft für trockene Haut. Cool, für trockene Haut ist auch super. Ich habe auch sonst trockene Haut, nicht nur im Gesicht. Ich muss auch mal dran riechen. Das riecht sehr interessant. Also das Vanille rieche ich da kaum raus, aber die Orchideen, also sehr schön, dankeschön. Der Geruch gefällt mir. Das kommt dann bald in meine Dusche, wenn mein jetziges Duschgel leer ist. Dann habe ich hier einen Lip Liner von Essence. Eine tolle Farbe. Sehr schön, so ein Stift. Das ist eine tolle Farbe. Eine Farbe, die mir gefällt. Ne? Eyebrow Pomade von Riva Loves Me. Ja, werde ich ausprobieren in der Farbe Blond. Ich habe das noch nie ausprobiert. Hier so ein kleines Pinselchen, ein Spoodie. Rauskriegen auch noch. So. In so einem kleinen Tiegel. Ja. Ja, die Farbe kommt passen. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Dankeschön. Ich gebe das nur wieder hinein, so wie es war, dass ich da den kleinen Pinsel nicht verliere. Der ist echt süß. So. Dann von Isana eine Lippenpflege Hanf und Himbeere mit Hanfsamenöl und Himbeerextrakt. Cool. Das wird wahrscheinlich bis zum Winter warten. Oder ich gebe mir das mal auf mein Nachtkastel, dass ich es am Abend immer verwende. Wäre ja auch eine gute Idee. Ich vergesse das am Abend nämlich oft, dass ich meine Lippen pflege. Dann habe ich hier von Essence De Cool Llama einen Highlighter. Der ist lustig. Der schaut lustig aus. Den muss ich mir genauer anschauen. Da könnte man ja über, hätte man verschiedene Farben zur Auswahl. Nehmen wir mal diesen Hautton. Dann dieses Weiß. Und man kann es sicher auch mischen. Und dann dieses Braun-Goldene. Seht ihr das? Ich habe die jetzt einzeln geswatcht. Sind schön, also dezent, dezenter Highlighter, aber schön. Cool. Dann habe ich hier von Clean ID, also von Catrice, Glow Prime und Fix Spray mit Rosextrakt. Cool. Wieso mache ich das Ganze eigentlich ohne Brille? Ich könnte meine Brille aufsetzen.
dann würde ich mir ja viel leichter tun beim Lesen, oder? Ich bin dumm. No Silicon Mineral Oil used. Okay, sehr schön. Und Glow mag ich sowieso. Ich verwende lieber Glow Primer, die Glow spenden, als die mattieren. Dankeschön, werde ich sehr gern verwenden. Dann sehe ich, was das habe ich, aber das kommt einfach ins Backup, weil das verwende ich sehr gern. Das Clean ID Transparent Brow Fixing Gel von Catrice. Das verwende ich gern und das kommt ins Backup. Mal ist das süß von Isana. Ein reinigendes Handgel mit Aloe Vera. So happy raus, man. Das ist in so einem Spender drinnen. Also so eine Täschchen, dass ich zum Beispiel auch eine Tasche oder so montieren kann. Dann habe ich das immer bei der Hand und ich finde das so süß. War wirklich süß. Und mit Aloe Vera, also Feuchtigkeit spendend auch. Ich werde das mal probieren ein bisschen. Und das riecht gut. Also ganz anders als so Desinfektionssprays oder so. Das riecht gut. Dankeschön, das finde ich cool. Hoffentlich finde ich dann auch bei uns einen Nachfüller dafür. Also irgendeins, das da reinpasst. Dann habe ich hier von Isana Vitamin C pH-neutral Orangenduft. Eine feste Dusche. Das ist ja auch schön, so mit einem Band zum Aufhängen. Ich will mal dran riechen und anschauen. Also das ist so ein richtiger Barn. Riecht sehr zitrisch, ja? Also so Orangenduft-mäßig. Klar, wenn das mit Orangenduft ist. Sehr schön. Dankeschön. Dann habe ich hier von Catrice Poreless Perfection Mousse Foundation Silicone Free in der Farbe 020. Da bin ich gespannt. Da bin ich jetzt echt gespannt. Na, das ist zu. Ich lasse sie noch zu, weil ich gerade so viele Foundations offen habe, aber wenn ich dann mal eine leer gemacht habe, werde ich die mal probieren, ob die passt von der Farbe her. Auf jeden Fall, ich habe die noch gar nicht gesehen. Die kenne ich gar nicht. Also die werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Dankeschön. Dann von Isana, eine Glücksdusche. Glücklich steht dir, duftet nach Vanille und Orchidee. Cool, also das ist wieder so eine, zuerst habe ich eine Cremedusche gehabt. Und das ist jetzt eine Glücksdusche, aber ich musste auch riechen. Ich mag jetzt diese gut duftenden Duschkehle, ich könnte es drin versinken. Ich mag das sehr. Bei dem kommt jetzt aber der Vanilleduft mehr raus. Es ist bei dem anderen nicht so, bei dem kommt jetzt der Vanilleduft raus. Aber ich werde beide ausprobieren und mal schauen, welches mir besser gefällt. Und dann habe ich hier noch von Isana ein Parfum Deodorant. Magical Love, sinnlich anziehender Duft, 0% Aluminium. Die Verpackung ist ja auch sehr schön, ne? Und auch da muss ich mal riechen, also ich sprühe das jetzt da hinein. Ja, kann ich mir vorstellen, riecht gut, werde ich auf jeden Fall probieren. Ja, wie gesagt, von Isana kenne ich ja nichts, also das werde ich auf jeden Fall gern probieren, vielen Dank. Dann habe ich hier von Essence ein Shine Last and Go Gel Nail Polish in Rot. Und das könnte man dann für die Weihnachtszeit verwenden. Zum Beispiel.
Schön. Ist auf jeden Fall ein schönes Rot, aber sehr intensiv auch. Aber gut, Dankeschön. Von Isana eine Pflegecreme mit zartfruchtigem Duft in seinem Döschen. Das ist ja auch süß, das Döschen. Gefällt mir auch so vom Design her sehr gut. Jetzt muss ich es nur aufbekommen. Ja, zart, fruchtig, aber auch irgendwie frisch. Ich werde das mal. Ausprobieren ein bisschen. Das riecht richtig gut. Boah, das riecht gut. Dankeschön. Dann habe ich jetzt noch zwei Sachen. Also die Box ist wirklich prall gefüllt gewesen. Wahnsinn, wie viel da drinnen ist. Ein Love Extreme Limited Volume Mascara von Essence. Sehr schön. Eine Mascara auch noch. Wow, das ist ein Riesenbürstchen. Ein richtig großes Bürstchen, aber ich werde es gern ausprobieren. Mascara probiere ich sowieso sehr gern aus. Und eins noch habe ich einen Lippenstift in This Is Me in 04 Crazy. Da muss ich schauen, könnte sein, dass ich den habe, deswegen lasse ich den noch zu. Aber trotzdem, vielen Dank. Wow. Also das war jetzt mal ein Gewinnbäckchen. Wahnsinn. So viele Sachen, so viele schöne Sachen. Ich freue mich auf jedes einzelne. Und vor allem freue ich mich auf die Palette. Aber das ist eh klar. Aber ich werde alles verwenden und ich werde wahrscheinlich auch ein Schminkvideo machen. Dazu, wo ich dann die Sachen verwenden werde, die da drinnen waren. Ja, liebe Claudia, vielen, vielen Dank für die ganzen schönen Sachen. Vielen Dank, dass du extra noch zum Rossmann gegangen bist für mich, dass ich jetzt ein paar Isana-Sachen ausprobieren kann. Da freue ich mich auch besonders. Und über die anderen Sachen freue ich mich auch besonders. Es ist egal, ich freue mich über das ganze Paket. Vielen Dank dafür. Und ja, wir sehen uns dann bald im Schminkvideo wieder. Und ja, an alle anderen, bitte hinterlasst mir einen Kommentar, was ihr zu dem tollen Paket sagt. Und lasst mir doch gleich ein Abo da und ein Like für das Video. Würde mich sehr freuen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.